Moin Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Long Dark mit verspielt und zugetextet bzw. Jennifer. Und wir sind gestern in eine Höhle reingegangen und stehen jetzt hier und ich weiß noch nicht, gehe ich da lang. Ich würde jetzt erstmal geradeaus gehen. Ja, das hat sich gerade erledigt mit dem wo lang. Aber ich gucke jetzt mal so in die Ecken. Vielleicht liegt da noch irgendwo was ganz Tolles, Feines. Okay, das hat sich gerade erledigt. Also wir gehen definitiv hier lang. Hier gibt es auch nichts Interessantes. Wo wir da wohl rauskommen. Boah, irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen aufpassen, wo wir hintreten. Holz. Sehr schön. Also auf jeden Fall geht's bergab. Jetzt müssen wir klettern. Nicht klettern, krabbeln. Dann sind wir bestimmt gleich am Ende der Höhle angekommen. Hallo. Ach, jetzt. Hier geht's auch lang. Wir gehen mal dem Licht nicht entgegen, sondern... Oh Gott. Wo geht's denn hier lang? Und da sind wir gekommen. Hä? Das ist aber doch jetzt sehr verzweigt, oder? Ich glaube, ich verlaufe mich gerade. Was? Ach so. Ich glaube, ich bin jetzt einen Rundweg gelaufen. Kann das sein? Oder wo bin ich jetzt? Ja. Okay, hier liegt einer. Noch ein Fleisch. Best be prepared for anything. Eine Fackel und nichts. Liegt hier drüben noch was? Nein. Holz, Holz, Holz. Der ist beim Holz... Ist der hier reingefallen oder so? Gletscherspalte oder was ist passiert? Kann das sein, dass es hier keinen Ausgang gibt? Das ist ja sehr interessant. Geräusche. Ich warte immer darauf, dass hier doch mal so ein Bär so kommt und mir Kopf abreißt. Ja, also kein Ausgang. Aber interessante Höhle. Ist ja auch schön. Wäre ja auch nicht schlecht als Unterschlupf, wenn da ein paar Schränke oder so hätte. Könnte man ja reinbauen. Wie eine große Wohnung. So, jetzt gucken wir mal, dass wir wieder zurückkommen. So, wo ging es jetzt lang? Hier? Nee, stopp. Hier. Stimmt, war anders. Das andere war ja nur Geröll. Wo
Hier geht's lang. Home sweet home. Licht, Tageslicht. Das blendet mich schon. Mach mal aus hier. Braucht man nicht mehr. Na, können wir hier gleich raus? Das Geräusch, das hört sich an wie Gas. Wahrscheinlich nur das Geräusch, was sich verzerrt durch den, durch dieses Luftloch. Ach, okay, okay. Dann nicht. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Kein Hund, Wolf gefunden. Aber vielleicht können wir noch ein Häschen schießen. Da müsste ich jetzt aber vorsichtig sein und nicht so da reinrennen. Sondern jetzt krabbeln. Machen wir das doch jetzt mal. Bisschen da entlang kriechen. Schneckentempo. Ich höre etwas, aber ich sehe es nicht. Aber ich sehe ein Hasi. Nein. Tja. Kleines Hasengetier. Glück gehabt. Ein Schuss verschenkt. Das Problem ist einfach, dass man den Bogen im Sitzen nicht abfeuern kann. Das ist ein großes Problem, was ich aber auch gut finde, weil man das Spiel ist eh schon sehr leicht inzwischen, finde ich. Oh, Häschen hoppelt wieder. Dann probieren wir es noch einmal. Vielleicht eher das da oben als das da unten. Aber wie die schreien. Schön ist das nicht. So, 1,5 Kilo Fleisch. Das ist doch schon mal gut. Den Darm nehmen wir auch mit. Mit der Bügelsäge zerlegt die das? Naja, Fushi ist praktisch. Das Beil können wir gleich mal austauschen. Aber erstmal gucken wir, dass wir jetzt so hochklettern. Ja, wir haben ja jetzt einen Hasi. Richtig ab. Du wirst jetzt, du kommst heute nicht mehr dran. Und jetzt, dass wir mit unserem 3 Stunden. Mal gucken, dass wir jetzt echt zurückkommen. Aber wir müssen was trinken vorher. Am besten so eine Dose. Da kriegen wir gleich Kalorien und. Und Durst weg. Ja, mal gucken, ob wir das noch schaffen, bevor es dunkel wird. Hat doch mehr Zeit vergangen, als ich dachte. Deswegen leuchten die Schneeflocken auch schon so im Sonnenuntergang. Ja, wie viel Kilo haben wir eigentlich dabei? 38, oha. Das heißt, wir sind, weil wir müde sind, auch schnell erschöpft beim Klettern. Aber das sollten wir schaffen. Ne? Ja. Nee, das sollten wir schaffen. Mit Ausruhen dazwischen sollte das machbar sein. So, gleich. Seil ist schon in Sicht. Holz haben wir. Ach ja, wir haben ja so viel Holz dabei, weil wir so viel Holz gefunden haben.
Oh, ich habe gar keins mehr sammeln. Das ist sehr schön. Wir kommen. Oha, Uschi. Schaffen wir das bis zum ersten? Ich glaube fast, wir schaffen das gar nicht bis zum ersten. Doch, Uschi, komm. Da ist schon das erste. Oh mein Gott. Mein Gott. Na gut, doch nicht. Wir schaffen es doch nicht. Wir sind erschöpft. Wir machen uns ein Feuerchen und dann müssen wir halt im Dunkeln da hoch. Ja. Feuerchen. So. Ja, ist ja gut. Insofern hier, ja, im Moment kein Wolf rumschleicht, ist es ja auch egal. Die Häschen werden jetzt nicht anknabbern. Hoffe ich jedenfalls. Bis jetzt haben sie es noch nie getan. So, dann packen wir da mal noch ein paar Bannhüllchen drauf und dann schlafen. Schlafsack. Nee, wir packen mal noch ein paar Nulls. So. Es ist zwar Stock-Hand-Booster, aber egal. Wir haben eine ruhige Nacht und wir sind ausgelaugt, aber vielleicht können wir uns noch einen Kaffee kochen. Dose Kaffee. Und haben wir eigentlich einen Tee dabei? Das wäre ja dann auch verbessertes Ausruhen. Kräutertee. Nee. Da ist nochmal erstmal Kaffee. Dann haben wir ja auch schon mal wieder. Warte mal, was haben wir noch? Eine Stunde 27. Schlafen wir mal noch 2 Stunden. Alles ruhig. Nee, die Fackel. Aber wir können die kaputte Fackel. Wo ist denn die? 6 Minuten. Hier war irgendwo eine kaputte Fackel. Ja, da. Wir doch da reinschmeißen. Naja, bringt auch nicht viel. Wir sind ein bisschen hungrig. Kann man das noch aufessen? Ein bisschen was trinken und da können wir ja mal versuchen, da hochzuklettern. Das sollte doch jetzt machbar sein. So schnell erschöpft, aber eventuell nicht ganz so schnell, dass wir da uns ausruhen können auf dem Plateau. Doch, das sollte reichen. Ja. Ja, Uschi, wir haben es ja so weit geschafft, dass wir hier oben eigentlich die Nacht verbringen können.
Minus eins. Wir sind schon wieder ausgelaugt. Ja. Das war nicht die beste Idee, aber mei. Besser als da unten und vielleicht doch noch ein Wolf. Ich weiß ja nicht, ob die spawnen oder so. Außerdem kriegen wir so auch unser Gewicht runter. Federnholz dazu, Schlafsack hier hin. Ausruhen. Oh nö, kein Sturm. Wehe. Nix Sturm. Müssen wir Wasser kochen? Nein, geht noch. Aber das müssen wir auch mal langsam aufessen. Denn so viel... Oh, wir müssen das Kaninchen kochen. Machen wir noch Tannenholz dazu und dann garen wir mal Kaninchen. Weil das mit 77% ist das schon nicht mehr ganz so gut. Das geht aber schnell kaputt. So, schnell, schnell. Nicht garen. Lecker Kaninchen. Und wir könnten einen Kräutertee trinken. Denn der verbessert ja das Ausruhen. Ja, eine Tasse Kräutertee. So, wie viele Stunden haben wir denn noch? Etwa, keine Ahnung wie viele. Ich mache jetzt einfach nochmal 5. Wahrscheinlich sind wir gleich jämmerlich erfroren. Jo, jetzt ist es schon mal aus. Aufheben, hoch da, fertig. Habe ich den? Ja. Traue mir ja selber nicht. So, das sollten wir doch schaffen bis oben. Jetzt. Und schon wieder so ein elendes Misswetter mit Sturm. Vielleicht sollte ich doch gucken, dass wir nach und nach das alles mit nach unten schleppen, was wir da haben. Erstmal die Sachen, die kaputt gehen. Aber die wenig Condition haben. Und dann später die Sachen, die halt noch sehr gut sind. Das Flugzeug macht komische Geräusche. Mama. Ich glaube, das stürzt ab. Hm. Nein. Wir könnten jetzt mal den Ast hier noch zerlegen. Der Beil ist eh bald kaputt. Ist egal. Noch ein Tannenholz. So. Das ist ja quasi direkt vor der Haustür. Und dann haben wir hier noch einen. So, dann haben wir ganz viel Holz. Ach, der... Lass mich raten, der Wolfspelz trocknet nicht, weil wir nicht im geschlossenen Raum sind. Leute... Aber es ist doch hier trocken und geschützt. Naja. Dann eben nicht. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Das Antiseptikum lasse ich hier. Die Bügelsäge auch. Der Pfeil, der ist eh bald hin.
Wir haben frischen Kaninchenpelz. Einen Feuerstahl lasse ich hier. So, wir haben 10 Tabletten, 0,5 davon, 12, 2 verbrannt. Wir haben nur die Sachen am Körper da. Essen brauchen wir natürlich. Ein Beil, muss ich noch ein anderes mitnehmen hier. Ein Jagdmesser, das packe ich jetzt hier rein. Das habe ich ja vorhin nur abgelegt. Wetzstein ist wichtig. Bogen müssen wir bald mal einen neuen bauen, denn ich kann den nicht reparieren. Das würde ich eigentlich alles gerne mitnehmen. Ein bisschen Holz können wir hier lassen. Ja, mehr. So. Und jetzt müssen wir überlegen, was wir alles mitnehmen. Die noch. Den. Das lassen wir hier. Von den Sachen hier mal gucken. Eine sehr gute Sturmlaterne wäre ja schon nicht schlecht. Wie sieht denn unsere aus? 97%, das ist eigentlich Quatsch. Gut, dann brauchen wir keine Sturmlaterne. Dosen ist immer gut. Ich sage erstmal die Sachen, die nicht so haltbar sind. Wie das und das. Und das. Das. Da war nichts Interessantes drin. Die Zeitung braucht man auch nicht unbedingt. Das würde ich gerne mitnehmen. Und ich habe ja gesagt, ein gutes Beil. Eine Bügelsäge müssten wir eigentlich unten auch haben. Da haben wir ja gerade geguckt, ne? Mehr Kaffee. Wir nehmen 3 Tee und 5 Kaffee. Da waren wir dran. Da brauchen wir nichts. Da auch nicht. Das wäre alles. Da können wir mal eigentlich hier bleiben. Noch einen Tag, dann nächstes Mal. Und dann die Verbände nehmen wir mal mit. Ja. Und dann Stoff machen. Ganz viel Stoff. Set. Wir haben ja eins, aber 70%. Nehmen wir ein 100%iges mit. So, das war es dann eigentlich. Der ist leer. Und dann können wir uns eigentlich morgen auf den Weg nach unten machen. Beziehungsweise, wir haben ja heute schon Freitag, deswegen wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Am Montag geht's weiter mit einer neuen Folge The Long Dark. Bis dahin, ich freue mich über Kommentare und Däumchen und natürlich auch Abos. Tschüss, bis Montag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.